Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Heimspiel am Ostermontag um 19 Uhr in der Osafam Arena gegen Viktoria Köln. 3.700 Tickets sind bisher im Vorverkauf rausgegangen. Kölner erwarten wir bis zu 100 Fans. Was Verkehr angeht, wird nur die Waldstraße als Einbahnstraße eingerichtet und der Park-and-Ride-Parkplatz in Heinitz wird mit Shuttle-Service nochmal geöffnet sein, ab anderthalb Stunden vor Spielbeginn. So viel zur Organisation. Wir kommen direkt zum Sportlichen. Mo, ihr hattet jetzt unfreiwillig ein bisschen mehr frei. Hat das auch mal ganz gut getan, nach der letzten Phase ein bisschen durchzuatmen, einen Kopf frei zu kriegen? Ich glaube, zum Regenerieren tat es ganz gut. Für mich selber ist es dann halt immer schwer, wenn ich keinen Fußball spielen kann. Nach zwei, drei Tagen macht es dann auch innerlich, löst es eine Unruhe aus und ich bin dann auch wieder froh, wenn es jetzt wieder mit Training losgeht. Das glaube ich. Wie groß ist dann auch die Vorfreude gerade auf so ein Spiel, wenn es dann auch unter Flutlicht gegen Köln geht? Wie sieht es da bei dir aus? Ja, ich glaube, mit Flutlichtspielen hatten wir hier schöne Erfahrungen gemacht und die Vorfreude ist riesig. Gerade jetzt, dadurch, dass wir spielfrei hatten, wird es mal wieder Zeit, ein Spiel zu spielen. Gerade wenn man dann auch im Fernsehen die anderen Spiele verfolgt und leider also zuschauen muss, sage ich mal, wenn man selber nicht spielen kann. Köln kennt ihr jetzt auch ganz gut aus dieser Saison schon. Was denkst du, was da sportlich auf euch zukommen könnte? Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon zweimal gegen sie gespielt und gerade auch im Hinspiel hat man gesehen, dass wir eine Menge Geduld mitbringen mussten, damit wir unser Spiel halt auch durchbringen können, gerade zu den Toren. Wird kein leichtes Spiel. Sie haben jetzt einen guten Lauf, den hatten sie damals vielleicht in einer anderen Richtung ein bisschen. Und wir müssen alles auf den Platz bringen, 100% geben und dann bin ich guter Dinge, dass wir das schaffen. Vielen Dank. Ja, hast daran dich die Frage, was konntest du bisher zu Köln schon herausfinden, auch wenn ja, deine Vorbereitungswoche mit der Mannschaft jetzt auch erst richtig losgeht? Ja, es ist so, dass sie schon auch gute Spiele haben, gut gespielt haben in den letzten Wochen. Ich glaube, dass es ein Spiel auf Augenhöhe werden wird, wo wir auch sicherlich Ballbesitzphasen des Gegners wieder akzeptieren müssen. Wir müssen gucken, dass wir sie wirklich gut verteidigen, Standards gut verteidigen, dass wir unsere Aktivität wieder auf den Platz bringen, dass wir eine hohe Intensität fahren. Und dann glaube ich, dass wir eben auch Lücken finden werden. Nichtsdestotrotz ist es ein guter Gegner. Ich freue mich auf ein Abendspiel. Und so wie es Maurice gegangen ist, ist es bei mir genauso, immer zuzuschauen. Was die anderen tun, ist vielleicht erholsam, aber irgendwann geht das Kribbeln wieder los. Und jetzt dürfen wir auch wieder anfangen und machen und freuen uns auf das Spiel gegen Köln. Es kann natürlich jetzt auch in der Trainingswoche noch einiges passieren, was wir nicht hoffen. Trotzdem war es letzte Woche noch ein bisschen schwierig, da gab es noch ein paar Problemsituationen im Kader. Was hat sich bis jetzt zumindest in der Regeneration getan? Ja, das ist so, dass Nicolas Christoph jetzt das Training versucht aufzunehmen. Letzte Woche war es schon grenzwertig, haben Frank und Nicolas versucht zu trainieren, aber auch beide mit Schmerzen. Frank wird diese Woche bis Sonntag nicht trainieren, der hat weiterhin Probleme. Hoffen aber auch, dass es vielleicht für das Wochenende, für den Montag dann eben auch reichen kann. Und bei Nicolas müssen wir einfach abwarten. Wir haben jetzt noch keine großen Tests gemacht heute auf dem Feld oder Anfang der Woche auf dem Feld. Das war noch nicht passiert. Insofern bin ich gespannt, wie er das jetzt verkraftet. Aber ich bin ganz guter Dinge. Dankeschön. Ihr habt mit Sicherheit Fragen. Wer möchte anfangen? SR. Kommen wir direkt mal zu den Torhütern. Herr Steffen, wer wäre denn die dritte Alternative und wer müsste dann ran, wenn beide Stammtorhüter, sage ich mal, jetzt nicht können? Ja, es ist Kai Zahler, der jetzt aktuell auch dabei ist, der im Pokal auch schon gehalten hat. Der ist der dritte Mann. David Kertschek hatte ja zu Beginn diese Rolle übernommen, der hatte sich auch verletzt. Insofern ist klar, dass der Kai dann eben dabei sein wird. Jetzt ist es der 30. Spiel, ihr habt 29 gespielt, euch fehlt ja ein Spiel, aber rechnen Sie schon? Das habe ich die ganze Zeit nicht getan, weil diese Idee, dass man mit so und so vielen Punkten aufsteigt, die ist für mich nicht realistisch, weil es gab schon mal Mannschaften, die über 70 Punkte hatten und nicht aufgestiegen sind. Insofern ist das uninteressant. Wir wissen, dass wir schon auch einfach gute Spiele machen müssen. Und wie ausgeglichen die Spiele zuletzt waren, haben wir erfahren. Insofern richtet sich der Blick wirklich dahin, dass wir sagen, ey, wir müssen Bestleistung wieder auf den Platz bringen und Spielfreude auf den Platz bringen, Gegner attackieren. Wir können Spiele gewinnen und haben dazu auch mal einen Elfmeter gebraucht in der letzten Minute, das ist klar. Und das Gefühl, wieder die 60 Punkte erreicht zu haben, jetzt ein Dreier wieder erreicht zu haben, das tut uns bestimmt gut. Und dementsprechend will ich, dass da diese Leidenschaft, diese Spielfreude wieder am Montag zu sehen ist. Und dann gucken wir danach wieder auf die Tabelle
Uns Rechnen beginnt erst, wenn wir durch sind. Wie befreiend war denn dieser letzte Sieg, den ihr geholt habt? Also gefühlt, was man auf dem Platz gesehen hat, wie alle Richtung Traube gerannt sind, war das schon extrem befreiend. Wie haben Sie es wahrgenommen? Ja, ich glaube, so Last-Minute-Siege, ich glaube, das sieht man überall, sind schon immer was ganz Besonderes. Das hatten wir damals auch in Balingen, auch gegen Stuttgart 2. Hier waren es schon auch Spiele, die am Ende erst gewonnen werden konnten. Und das ist immer ein gutes Gefühl. Und wer mich gesehen hat, der hat gesehen, dass ich mich gefreut habe, dass es für mich jetzt zwar auch ein gutes Gefühl war, aber ich habe jetzt nicht diese Befreiung so gespürt. Ich glaube, die Spieler haben es schon gemocht und gebraucht vielleicht auch. Ich persönlich weiß, wie Phasen im Fußballerleben so gehen. Und die Phasen waren gute Spiele und unentschieden. Wusste ich, dass es irgendwann auch enden wird. Und dementsprechend war ich da glücklich und zufrieden, dass der Tore das Ding dann eben auch reingemacht hat und wir 3 Punkte hatten, weil es einfach für die Mannschaft sicherlich ganz gut tut, das Gefühl zu haben, ein nicht so überragendes Spiel gewonnen zu haben, dass wir diese Idee von Pech und Unglück und so weiter einfach mal wegnehmen und sagen, gleicht sich aus. Bin ich zwar auch nicht immer der Meinung, dass es sich das ausgleicht, aber letztendlich das Gefühl gehabt zu haben, wir haben jetzt in diesem Spiel Glück gehabt, dass wir noch 2-1 gewonnen haben, tat uns bestimmt allen ganz gut. Wie sieht es denn personell aus, bis auf die Torhüter? Ja, die Gesperrten bleiben gesperrt, das ist so. Felle und Lukas Schnellbacher sind gesperrt und die länger Verletzten kommen nicht zurück. Insofern sind wir ein paar weniger, aber wir haben das schon häufig gehabt, dass wir ein paar weniger waren und die Jungs, die gespielt haben, einfach gut waren. Dass wirklich auch so ein Zusammenhalt einfach nochmal gestärkt wurde, dadurch, dass Jungs gefehlt haben und andere gespielt haben, die länger nicht gespielt haben. Jeder gönnt demjenigen, der reinkommt, dass er ein gutes Spiel macht, dass er auch ein siegreiches Spiel mit sich nimmt, nach Hause nimmt. Das ist, glaube ich, in der Mannschaft so klar. Und jeder hat seinen Part schon geleistet hier und sehr erfolgreich geleistet bisher. Und das werden wir auch weiterführen. Was macht Köln denn stark? Wo kann man die packen? Ja, es ist halt so, dass sie sehr spielstark sind. Also sie haben schon auch hohe Ballbesitzphasen, sind da sehr ballsicher im Spielaufbau, sind sie variabel, passen ihre Positionierungen immer wieder an, auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich, wie sie da agieren. Und dementsprechend, ja, glaube ich, dass der Olaf das gut vorbereiten wird, uns zu bespielen. Und wir müssen da flexibel sein mit unseren Ideen, was dann im Laufe des Spiels vielleicht noch verändert werden muss. Dass die Jungs gut unterwegs sind, dass sie Spieler in ihren Reihen haben, die Spieler entscheiden können, auch da vorne drin. Ist klar, dass sie gute Kopfballspieler haben bei Standards und gute Standards spielen, ist klar. Ja, sie hatten jetzt gegen Ferl ein paar Lücken in der Defensive gelassen. Andererseits spielen 2 Spieler der Dreierkette eben auch nicht, die gelb gesperrt fehlen. Deshalb weiß ich nicht, was Olaf Jansen da vorbereitet, ob er mit einer Viererkette spielt, aber auch wieder mit einer Dreierkette spielt. Das gilt es abzuwarten. Dementsprechend ist unser Plan nicht ganz so von Köln abhängig, sondern wir müssen unseren eigenen Plan entwickeln, mit der Idee, Alternativpläne schon parat zu haben, falls das Spiel sich irgendwie anders entwickelt. Jetzt ist Ostern und es ist quasi der Ostermontag. Könnt ihr überhaupt so ein bisschen Oster feiern? Wie macht ihr es mit den Spielern vielleicht zusammen oder wie sieht das bei euch aus? Also Ostern mit der Familie gibt es bei mir nicht, das ist klar. Das Spiel am Montag ist eben da und es wird halt weiter trainiert und die Spieler hätten gerne am Ostersonntag um 10 Uhr trainiert und das tun wir dann auch, dass sie dann eben vielleicht den Nachmittag mit der Familie haben und wie die einzelnen Spieler feiern, weiß ich nicht. Ja, gerade anschließend, wie ist denn das Programm jetzt ab heute, Training bis Montag? Ja, wir werden jeden Tag einmal trainieren und dann eben auch um 10 Uhr trainieren, dass wir den Mittag frei haben, um selber Spiele zu schauen, um dann eben auch vielleicht Ostern zu feiern. Gibt es eine Trainingsform, wo ein bisschen an Ostereiersuche rankommt am Sonntagmorgen? Oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Müsste ich mal tüfteln, ob es eine Trainingsform gibt. Keine Ahnung. Ich habe die Idee nicht, da großartig Ostern auf dem Spielfeld zu spielen. 3 Torhüter sind im Kader am Montag. Bitte? 3 Torhüter sind am Montag im Kader? Wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, dass wir uns auf 2 reduzieren dann. Also dann Nikolas Christoph, Frank Lehmann wird probiert. Mal schauen. Wie gesagt, es wird davon abhängen, wie die Jungs das Training verkraften, wie Frank am Sonntag sich dann präsentieren wird. Vielleicht wird dann Frank es schaffen, vielleicht wird er es nicht schaffen und dann wird der Kai auf der Bank sitzen. In der Zeit, wo man jetzt so lange frei hatte zum nächsten Spiel,
fehlt Fußball, hat Maurice ja schon gesagt, aber kommt man da vielleicht auch auf unnötige Ideen, dass man zu viel denkt, jetzt könnte man so und so machen? Also ich habe das nicht, ich weiß nicht, wie das bei den Jungs war. Ich glaube, dass wir es echt bisher gut hinbekommen haben, dass wir uns auf das fokussieren, was uns Freude macht, ja, auf das Miteinander, auf das Fußballspielen, Gegner zu bearbeiten. Und ich hatte Zeit, mir Dinge anzuschauen und auch noch verschiedenste Dinge anzuschauen. Dementsprechend habe ich das genutzt und war da nicht untätig und hatte da eher andere Dinge, als über die Tabellensituation nachzudenken oder das, was im Sommer ist. Also das bleibt so, dass ich einfach bei mir das komplett raushalten kann, was im Sommer ist, was einfach unmöglich ist, vorausschauend zu sein. Ich hätte nie damit gerechnet, dass noch ein Spiel ausfällt. Ja, jetzt ist das so, jetzt müssen wir eine englische Woche oder haben wir eine englische Woche zusätzlich noch. Das sind alles Dinge, die sind nicht berechenbar und dementsprechend bleibe ich dabei, dass ich mich jetzt auf das Training heute konzentriere und dann morgen vorbereite. Und klar, ein bisschen Plan in Richtung Ostern muss sein, aber dann hoffen wir, dass wir am Montag wieder ein tolles Spiel sehen, dass unsere Fans auch mal wieder einen Heimsieg feiern dürfen und zuletzt gute Spiele gemacht, zu Hause aber wieder unentschieden auch gespielt, wo ich die Hoffnung habe, dass wir da einfach dann auch 3 Punkte unseren Fans wieder schenken können. Und wie gesagt, das Denken haben wir bisher rausgehalten, nach Unentschieden rausgehalten und nach einer Niederlage gegen Mannheim rausgehalten, immer wieder sehr, sehr ordentliche Spielphasen zumindest gehabt, dass ich sage, ja, warum sollte das jetzt anders werden? Die Jungs haben Lust, miteinander Fußball zu spielen, einen Plan anzunehmen und freuen sich einfach darauf, dass jetzt wieder Training ist und dass es dann eben am Montag um Punkte geht. Wenn so 2 wichtige Abwehrspieler ausfallen, wie in Köln, wie ist da die Reaktion? Jawohl, jetzt haben wir es ganz einfach oder muss man sich die neuen anschauen? Das ist halt immer die Frage. Wir haben jetzt auch schon immer wieder Spieler ersetzt und das gut ersetzt. Ich denke, der Kader von Viktoria Köln ist so gut besetzt, dass auch die Spieler, die hinten dran sind, brennen. Und wenn sie eine ähnliche Mentalität haben wie wir in der Truppe, dann wird es auch jeder dem anderen gönnen, der da neu reinkommt, dass die sicherlich auch sehr motiviert hier agieren werden und sagen werden, okay, die 2 Ausfälle, die kompensieren wir aber sicherlich mit mehr Aufwand links und rechts. Und dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass es eine Schwächung sein wird, sondern kann sein, dass es genauso ist wie vorher. Kann sein, dass es vielleicht sogar ein bisschen mehr Motivation für die Nebenleute noch gibt oder für die Spieler, die reinkommen. Es ist uninteressant. Wir müssen an unser Spiel denken, was wir an Genauigkeit brauchen, was wir an Intensität brauchen, was wir an Spielfreude brauchen. Und damit haben wir schon ganz schön viel zu tun. Ich habe noch eine Frage. Herr Steffen, gibt es bei Ihnen in der Mannschaft oder im Trainerteam ein Tippspiel oder tippen Sie ab und zu Ihre eigenen Spiele? Nie? Also bei mir nicht. Ich weiß nicht, Maurice, gibt es bei euch was? Nee. Meine Freundin zu Hause ein bisschen, die hat immer ein gutes Bauchgefühl, aber ansonsten also in der Mannschaft halt auch nicht. Und das heißt, tippen ist verpönt oder darf man nicht tippen oder wie halten Sie das? Kann jeder halten, wie er möchte. Also ich glaube, dass wir offiziell wetten nicht dürfen, ist ja klar. Das ist verboten, ob intern, ob die Jungs da untereinander sich einen Anreiz geben und einen Wettbewerb machen. Ich hatte das früher mit meinem Zimmernachbarn als Spieler. Wir haben dann anschließend unsere Frauen eingeladen zum Essen. Am Ende der Runde, wer dann gewonnen hat, der durfte dann zahlen oder der durfte das Geschenk annehmen, der andere durfte zahlen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch normal ist oder bei irgendeinem der Jungs stattfindet. Danke. Dann gibt es von euch beiden keine Rückfragen mehr. Dann danke euch fürs Kommen. Wir sehen uns am Montag wieder und bis dahin schöne Ostertage.